ein neuer Tag beginnt und wir wollten jetzt Pfannkuchen machen. Nicht wahr, Noah? Du wolltest mir helfen? Ja, Pfannkuchen und natürlich Kuchen. Ein Geburtstagskuchen, denn der Papa hat heute Geburtstag. Okay, dann lass uns anfangen. Mit Schokolade machen wir heute später, ne? Ja. So, kippst du rein und ich sag Stopp. Bitte nicht so viel. Stopp. Oh, genau 100. Hältst du das mal? Okay. Der heißt Dalgona Coffee, den habe ich schon mal auf Instagram geteilt. Das ist einfach nur ein bisschen von diesem Instant-Kaffee, ein bisschen Zucker, also 1:1 und dann auch noch 1:1 Wasser rein, heißes Wasser. Und das mixen wir dann jetzt zusammen und dann passt auf, was entsteht. Drei. Wusstest du mit, Noah? Warte, noch nicht. Erstmal brauchst du dein Dalgona-Coffee daneben. Normalerweise ist das noch steifer als jetzt, aber bitteschön. Also normalerweise ist das ein bisschen steifer. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen weiterschlagen müssen. Auspusten, Papi! Und ich bin schon wieder dabei, hier was zu kochen. Ich habe jetzt so Kartoffelküchlein gemacht nach einem Rezept. Das sind einfach nur Kartoffeln, die habe ich gestern gekocht, im Kühlschrank gehabt und dann jetzt zermanscht. Muskatnuss, Salz und ein bisschen Mehl hinzugegeben. Und daraus forme ich jetzt so Kartoffelküchlein. Mal gucken, ob die schmecken. Ja, aber die, ja, denke ich mal schon, dass sie gut schmecken. Hoffentlich ist das von der Konsistenz genau das Richtige. Müssen wir mal gleich gucken, ne? Wie Kartoffelpuffer irgendwie, nur mit Mehl. Dazu mache ich ein bisschen Gemüse und ein bisschen Soße. Und später wollen wir nämlich raus, habe ich ja schon gesagt, wir wollen ja rausgehen. Und dann bestelle ich, glaube ich, heute zum Abendbrot einfach nur was. Weil ich jetzt echt schon den ganzen Vormittag in der Küche stand. Wir haben schon 11:30 Uhr. Und jetzt habe ich schon Kuchen gebacken, Pfannkuchen gemacht mit Noah. Und jetzt diese Kartoffelküchlein, das reicht mir dann jetzt auch. Nutze mal jetzt die Zeit, um ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich bin noch ungemacht. Ich werde mich jetzt nochmal schminken. In meinem letzten Video hatte ich auch eine kleine Routine drin, aber im Schnelldurchlauf. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt heute einfach mal, wie ich mich schminke, wenn ich Zeit habe. Jetzt hat André gerade Naila, tolles Geburtstagsgeschenk, ne? Er spielt gerade Lego im Hintergrund. Im Kinderzimmer ist auch immer bestes Licht, deswegen habe ich mich jetzt einfach hier hingesetzt. Zuallererst habe ich ja schon mein Gesicht gereinigt und alles. Das ist eine andere Geschichte. Ich werde mich jetzt heute nur schminken. Und ihr seht, ich habe krasse Augenringe, ne? Eigentlich ein ganz neutrales Make-up. Damals war ich ein bisschen krasser drauf und habe mich mehr geschminkt als jetzt, aber das ist klar, ne? Jetzt als Mutti hat man nicht so viel Zeit. Und jetzt komme ich zu einem Produkt oder zu einer Marke, die nennt sich Ringana. Und falls ihr Ringana nicht kennt, ist ein Unternehmen, was Naturkosmetik betreibt. Und ich teste jetzt schon seit einigen Monaten Ringana und das hat mich so überzeugt, dass ich jetzt auch Ringana Partner bin. Das bedeutet, ihr könnt über meinen Account eure Sachen bestellen, euch einloggen, 5 Euro Guthaben als Neukunde bekommen und dann eure Sachen bestellen. Das, was ich am meisten benutze, sind Reinigungsmittel fürs Gesicht, aber auch Haarprodukte. Jetzt zeige ich euch den Tinted Moisturizer, das ist der hier. Ich habe ja schon super lange nach einer pflegenden BB-Creme gesucht, aus dem Naturkosmetikbereich und auf YouTube rauf und runter gesucht und ich habe nichts Wirkliches gefunden. Ich habe ein paar Tests gemacht, aber es war alles nichts. Ja, ich bin jetzt
auf den Ghana dann gekommen und bin super happy, dass die so ein Produkt vertreiben. Dann nehmt ihr einfach eine... Also meistens reicht so viel aus. Das ist eine pflegende Creme mit einer Pigmentierung, dass du dann ein schönes Hautbild hast. Jetzt sehe ich das nicht so gut vor der Kamera. Ich packe mal meinen Spiegel aus. Und ich mache das meistens mal mit dem Pinsel, weil ich das schon so als kleines Make-up sehe, was quasi so eine Mischung ist, Make-up und Tagespflege. Alle Infos zu den Produkten, die ich nutze, schreibe ich euch unten in die Infobox. Da könnt ihr euch das genauer ansehen. Voll cool, also ihr bekommt 5 Euro Startguthaben und ihr müsst einfach nur meinen Link unten benutzen. Ich bin dann quasi euer Ansprechpartner und ihr könnt mich auch in solchen Belangen gerne kontaktieren. Ich versuche euch da weiterzuhelfen. Auch gerne auf Instagram oder per E-Mail. Hier in den Kommentaren natürlich auch. Besser ist natürlich immer per E-Mail, dann kann man ein bisschen individueller antworten. Genau. Also, ich leide ja krass an Augenringen. Momentan, also mit der Creme geht's eigentlich noch. Ich möchte aber heute, weil es ja anderes Geburtstag ist, auch vor die Tür gehen und meine Augenschatten wegmachen. Ich habe noch kein Naturkosmetikprodukt aus dem Concealer-Bereich gefunden. Also wenn ihr da Tipps habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Infobox. Da benutze ich noch aktuell ein Drogerieprodukt von NYX in der Farbe CW04. Schreibt es unten in die Infobox. Ja. Und meine Pinsel von Zoeva, die habe ich schon super lang. Die muss man natürlich auch immer hin und wieder putzen. Sonst sehen die echt blöd aus und da bilden sich dann auch Bakterien und das wollen wir nicht. Diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen, ich habe ja mit Make-up-Videos gestartet, lustigerweise. Ich kann euch ja meine Beauty-Playlist unten verlinken. Da habe ich schon ganz andere Make-up-Looks geschminkt. Da habe ich aber jetzt, wie gesagt, keine Zeit. Mama! Noah! Komm! Was brauchst du? So kann man eigentlich auch schon rausgehen. Aber ich bin ja ein Freund davon, von Augenbrauen zu machen. Und da kämme ich meine Augenbrauen immer mit so einem kleinen Kamm. Und diese Baking-Geschichte mache ich wirklich kaum. Also ich weiß, dass mein Make-up so lange hält. Also das hält jetzt den ganzen Tag eigentlich. Da brauche ich keine Baking-Geschichte. Wenn ich ein bisschen schwitzen sollte, dann würde ich sagen, kann man schon mal baken. Guck mal da, hier ist ein anderer Spiegel. Den habe ich von Jana geschenkt bekommen von Families First. So, und was benutze ich für meine Augenbrauen? Ich habe da zwei Produkte. Was mein All-Time-Go ist, ist ein Augenbrauengel von Anastasia Beverly Hills. Das ist wirklich mega reichhaltig. Das ist, glaube ich, schon meine vierte Tube und ich benutze das schon seit 6 Jahren. Ne? Also die vierte Tube in 6 Jahren, das sagt schon was, ne? Ja, Anastasia Beverly Hills, ein Dip Brow Pomade in Chocolate. Und da habe ich aber eine gute Alternative aus dem Naturkosmetikbereich gefunden, nämlich von Nui. Das tragen wir heute mal auf. Das ist, oder wir können ja mal eine Seite im Brow, nee, machen wir mal anders, ne? Also wir tragen es auf, es ist wieder so eine Creme, also ein Dip Brow, sagt man ja dazu. Und dann habe ich noch meinen Anastasia Beverly Hills Augenbrauenpinsel. Den benutzen wir hier auch und schminken dann die Augenbrauen nach. Das Wichtige an den Augenbrauen ist ja, also wenn man die so haben möchte, ne, dass du die so, also dass du eine Umrandung zuerst machst. Ich mache das so. Das dann fertig aus. Ein Riesenunterschied ist das, aber super einfach gemacht. Also Augenbrauen haben wirklich eine ganz andere Wirkung und ich finde die auch echt wichtig, dass man die macht. Wimperntusche natürlich auch, aber so könnte man auch aus dem Haus.
habe ja noch meinen Stift, der ist schon uralt. Den werde ich jetzt benutzen, um meine Augenbrauen zu highlighten. So eine kleine Pigmentierung hat das. Ich habe ganz lange damals immer Eyeliner getragen. Jetzt habe ich wieder einen neuen entdeckt, den ich auch täglich benutzen kann. Ja? Calligraph Pro Matte Liner Waterproof. Ich finde ihn super, weil der hält wirklich gut. Und wie ich das mache, ist einfach so. Ihr malt einen Strich hier hinten und dann malt ihr das Lid aus. Ich hoffe, man sieht's. Ganz leicht einfach nur und ihr seht, es hat eine ganz andere Wirkung. Und das gleiche versuchen wir jetzt auf der anderen Seite. So, jetzt ist die Seite ein bisschen mehr, dann werde ich hier noch ein bisschen anpassen. Hier, was ich auch schon super lange benutze, also ich brauche wirklich nicht viele Sachen aus dem Make-up-Bereich. Ich benutze schon ganz lange die von Sleek, einfach nur diese Palette, ein bisschen braun und braunes Puder, hier ein bisschen Skalpen. Ganz lange mache ich das schon. So, dass man ein bisschen, damit es ein bisschen Form und Struktur bekommt. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Bronzing Powder ist. Das wird als Face Contour Kit, Press Powder und Highlighter in One verkauft. A Matte Easy to Blend Contour Powder, an Illuminating Highlighter. Ja, den Highlighter können wir heute auch mal benutzen. Verteilen, einfach nur hier oben verteilen. Ist jetzt quasi der schnellste und einfachste, natürlichste Look, den ich für mich so gefunden habe. Und wenn ihr mehr Interesse habt an solchen Videos, dann schreibt sie mir gerne unten in die Infobox sowas wie meine Gesichtspflegeroutine oder wie ich mich abschminke, meine Abendroutine. Da habe ich ja jetzt alles ein wenig neu für mich entdeckt. Vorher hatte ich immer so schnell irgendwie, aber jetzt möchte ich mir schon die Zeit dafür geben, ein bisschen Me-Time, ein bisschen Pflege für mich. Und ja, da hilft mir Ringana wirklich sehr. Wie gesagt, alles findet ihr unten in der Infobox und es gibt noch so viele verschiedene Produkte von Ringana. Meine liebsten aktuellen Produkte verlinke ich euch unten einfach mal unten in die Infobox. Da habe ich ja ganz viele Pflegeprodukte, die ich zurzeit nutze. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt sie mir. Das sind die fertigen Küchlein. Die sehen super lecker aus. Und ich hoffe, die werden auch dementsprechend schmecken. Ich habe jetzt noch so eine kleine Soße dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob es den Leuten hier schmecken wird, aber einfach super wert. Ich werde dazu hier so ein bisschen Spinat essen. Und Naila isst Kohlrabi dazu. Kommst du? Ja. Hier, warte. Du musst direkt aufpusten, weil es anders ist. Ja. Noi, mitpusten. Und komm. Happy 1, 2, 3, Birthday to you. Yeah. Ja. Nur Feuchttücher dabei. Keine Servietten. Ich kann auch was holen. Nee. Corona-Verschnitt, genau. Das ist ja verrückt. Ich wollte gerade sagen, guck mal, wir machen eine Corona-Bierparty, aber leider nein. Das ist ein edles Gesöff aus Frankreich hier. Kann man auch. Der Kuchen ist schon so gut wie leer. Sehr sparsam gehen wir hier mit um. Wusste gar nicht, dass so viele Leute kommen. Es sind auch nur Freunde von André hier und wir sind alle hier auf Abstand. Naili, was siehst du da? Bisschen laufen. Dup, dup. Oh, zum ersten Mal Sand angefasst. Sand? Sand. Guck mal nur, sie fasst zum ersten Mal Sand an. Kennt sie gar nicht, ne? Da hast du was entdeckt, Naili, ne? Ey! Ey!
Übrigens hat sie eine kleine Jeansjacke an, die ich Noah zum ersten Geburtstag mit seinen Initialen hier aufgebügelt hatte. Und jetzt passt sie ihr. Das ist total niedlich. Hoppla! Oh, ich habe keine Fußspuren. Nee, sie hat keine Fußspuren. Oh, hallo. Wir sind jetzt wieder zurück und ich war noch einen kleinen Abstecher am Blumenladen machen. Und ich muss euch unbedingt gleich mal zeigen, was ich da alles gekauft habe. Ja, zuerst wird gegessen. Ich habe nämlich gerade Sushi bestellt zur Feier des Tages. Und wir sitzen hier schon am Tisch. Nayeli genießt ihre Maki-Sushi. Ja, müssen wir mal gucken, dass sie nicht das ganze Blatt isst, weil davon musste Noah schon würgen. Dann mache ich mal das Reis hier rein. Du guckst. Zweimal hast du die bestellt? Ja, weil das wäre mir sonst zu wenig. Weil du vernichtest ist ja ein ganzes und ich habe richtig Hunger. Ich kenne das Klosbüro. Hier. Hier. Das kommt noch. So, wie gesagt, war ich gerade eben im Blumenladen und habe einfach mal dieses coole Ding hier für 15 Euro geholt. Es gab es noch ein kleiner für 10, aber alleine das Ding ist ja schon der absolute Hammer. Also online würde ich dafür bestimmt 50 Euro zahlen. Ich bin so happy, dass ich das für 15 Euro gekauft habe. Vielleicht kaufe ich einfach noch mehr. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe ein Eukalyptuspflänzchen besorgt im Topf. Fand ich so schön. Und dann hat sie mir gesagt, ich soll das umtopfen in so ein Körbchen. Und dann fand ich das auch noch so super mega geil. Das gab es für 5 Euro. Blumenerde habe ich noch dazu geholt. Und der Teppich ist angekommen. Der ist von H&M Home. Dieser Teppich, dieser Jute-Teppich, der kommt auch noch auf den Balkon. Und dann habe ich hier für die Kinder richtig toll Tomatenpflanze, Lavendel, auch zum Essen. Und, habe ich den Namen schon vergessen, hat sie mir so angepriesen, dass das richtig toll sei auf so einem sonnigen Balkon, was wir ja haben. Ich da rein tun, mein Schatzi! Ja, ich würde sagen, heute Abend wird umgetöpfert oder, naja, morgen mal gucken. Mit Kindern ist immer so ein bisschen, also mit Naila weiß ich nicht, die würde sofort die Blumenerde essen. Also deswegen, danke schön, danke. Ei machen, Ei. 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 Genau, das auch. Ei. Wie cool sieht auch dieses Stühlchen auf dem Balkon aus mit dem Ding zusammen. Oh mein Gott. So, es ist wieder Zeit, diesen Vlog zu beenden. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euer Zusehen. Und wenn ihr vielleicht noch Videovorschläge habt, was die kommenden Wochen und Monate ihr so auf diesem Kanal sehen möchtet, dann schreibt sie mir unten gerne in die Beschreibung. Und ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen, unseren Mini-Einblick. Also wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss!